Hallo ihr Lieben, Zeit für ein neues YouTube-Video. Wir sind hier gerade auf unserem Spaziergang unterwegs, den wir dann immer machen an der Küste entlang und es ist so wunderschön. Aber heute mussten wir uns einen Ort suchen, an dem es ein bisschen windstiller ist. Weil nämlich, es ist schon schön hier, aber es ist deutlich abgekühlt und deutlich weniger geworden. Die Kinder haben wir zu Hause gelassen. Die wollten nicht spazieren gehen, die machen irgendwas im Garten. Auf jeden Fall sind die ausgesperrt, die sind draußen. Absichtlich und, ausgesperrt. Genau, und ihr habt ja das letzte Video von Marie, beziehungsweise von den Kindern gesehen, aber Marie ist diejenige, die es geschnitten hat. Genau, die Kinder sind weiter im Vormarsch, unseren Kanal hier zu übernehmen. Und es scheint so auszusehen, als wenn sie mittlerweile das zweite Video schon produziert haben. Und da waren ganz große Diskussionen, welches Intro sie dann bräuchten. Also es scheint wohl der Hauptgedanke zu sein, dass wenn ich einen YouTube-Kanal habe, brauche ich unbedingt ein Intro. Haben sie das von uns? Haben die bei uns gesehen, ja, wollte ich gerade sagen. Haben die bei uns gesehen. Und jetzt haben sie sich dazu Gedanken gemacht, haben die Kamera wieder in die Hand genommen und haben ihr eigenes Intro geschnitten. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kinder ein eigenes Video produzieren, dann setzen wir deren Intro rein. Das haben die echt gut gemacht. Ich muss sagen, Marie macht es großartig. Julien kümmert sich um Storytelling, Marie dann hinterher um das Schneiden. Mathilda ist einfach immer irgendwo im Bild. Mathilda grinst immer irgendwie und hat Schnecken in der Hand. Genau. Also, ich finde, die Kinder machen das richtig gut und wir haben denen auch zugesichert, dass wenn ihr das konstant weitermacht, wenn ihr also richtig Arbeit in Schnitt und Musik und in das Color Grading richtig investiert, dass ihr einfach seht, dass man was dafür machen muss, dann sind wir auch bereit, den Kanal zu übergeben. Ja. Genau. Ist tatsächlich so, dass Marie schneidet das am iPad mit iMovie. Und also die filmen mit der GoPro, filmen sie das Ganze, dann ziehen sie das hinterher rüber, das hat Marie jetzt auch gelernt, wie das funktioniert. Beim ersten Mal musste ich das noch machen, dann schneidet sie das da und dann kamen so Sachen dazu, Papa, wo mache ich dies, wo mache ich das, und so guckt sich das dann mit YouTube-Tutorials an und ja, eigentlich müssen wir gar nichts mehr machen. Genau, wir ergänzen nur, falls was fehlt, so wie jetzt eben gerade. Und ich muss sagen, das Intro, was wir jetzt geschnitten haben, das zeigen wir auch gleich und die Kinder haben auch so ein Behind-the-Scenes gemacht. Ich bin echt beeindruckt davon, weil so ein Händchen so für Farbwahl und so habe ich einfach nicht. Ich bin da nicht so der Kreative. Um es einfach jetzt zu droppen. Genau, wir droppen das jetzt und jetzt könnt ihr das Werk der Kinder sehen. Ich finde, das ist auch eine ganz gute Beschäftigung, weil die Kinder haben ja jetzt, wir haben das ja schon mal erwähnt, die haben ja hier Nicola, ihre Nachhilfelehrerin, zu der gehen sie super gerne hin. Sie sind total glücklich. Aber die ist auch jetzt, wo sie ihre eigenen Kinder im Homeschooling hat, findet der Unterricht nur nachmittags statt. Das heißt, wir haben... Stefan, ich greife gerade die Hand und denke so, na, der Horizont muss doch gerade sein. Ja, Entschuldigung. Das heißt, vormittags haben die Kinder Lernzeit mit uns, aber immer nur so ein, zwei Stündchen. Und danach verfallen sie in so eine, was können wir machen, Langeweile und so. Und jetzt haben sie durch die YouTube-Videos eben auch sowas gefunden, wo sie gemeinsam, wo sie wieder als Geschwister so gekoppelt sind und was gemeinsam machen. Und das ist ein schönes Projekt. Also das unterstützen wir gerne und deswegen übernehmen die Kinder. Für das Intro mit den Kindern. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute möchten wir ein Intro aufnehmen und dachten, dass das vielleicht ganz interessant werden könnte, wenn wir das alles mal in einen Vlog verpacken. Genau, und das werden wir jetzt auch tun und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Schauen. Und lächelst. 1, 2, 3. Haare aus dem Gesicht. Nochmal. Warte, wir müssen weiter runtergehen. 1, 2, 3. Guck zu mir. So, guys, die erste Szene ist cutted. Mit Mathilda haben wir jetzt ein paar Moves gemacht und hoffen, dass da mal was Nutzbares dabei ist. Und wir gucken mal. Hoffentlich ist da was dabei, was wir für unser neues Intro benutzen können. Schneller, viel schneller. Ich muss gucken, wo ich hingehe. Nein, das funktioniert nicht. Ich versuche so wenig wie möglich.
so. Also wir haben jetzt eine Idee für Marie. Und zwar wird sie jetzt auf den Steinchen rumlaufen. Julien haben wir jetzt übrigens auch gefilmt. Juliens Mission ist auch completed. Ja. Marie wird jetzt auf den Stein laufen und wir werden hinterherlaufen. Tschüss. Ja. Irgendwann ist die Pause, das war schon gut. Oh, hier ist gerade eben erst gestartet. Da hat sich rauf gedrückt. Das war gut. Fertig. Mal gucken, ob ich was daraus basteln kann. Und ja, wir haben uns jetzt noch ein paar Szenen einstudiert, sage ich jetzt mal. Genau. Wir gucken einfach mal, ob ich was draus machen kann.